Hallo, ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Family, dem Zero RP Challenge Projekt. Ich bin wieder mit dem lieben Jan aka Mike Jäger unterwegs. Moin! Grüß Gott! So, wir sind wieder im Funk und meine Lieben, es ist so, ich habe den Händler erreicht. Achso, Mike? Ja? Ich habe den Händler erreichen können. Der hat ja ein bisschen Zähneknirschen gehabt. Er hat gesagt, passt auf, das sind eigentlich so richtig durfte er es nicht. Er würde das aber machen, wenn er, also wenn wir ihm versprechen, dass wir nur ein Feld damit mal machen. Verstehst du? Ja. LBG Reinsdorf, grüß dich. Ha? Also, wie gesagt, wenn wir ein Feld machen, dann dürfen wir. Hat aber gesagt, bitte nicht mehr. Ja, können wir doch mal machen, klar. Machen wir hier das große mal. Ja, du bist Chef, also von daher. Warum bin ich Chef? Warum sollst du kein Chef sein? Ja, Feldchef, aber das hat ja damit nichts zu tun. So, nee, alles gut. So, LPG Reinsdorf, moin, 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 mein Lieber, grüße dich. Schön, dass du reinguckst. Freue mich sehr. Wie geht's dir? Heute was von dem Bauernstreik mitgekriegt. Kann man mal ganz kurz OOC. So, Mike. Ach ja. Bin gleich fertig. Ich auch, also nichts Neues. Da würde ich sagen, dass ich dann den Dings ranhänge. Den Schwader. Na? Ja. Schwade dann und dann kannst du meinetwegen gerne mal einfahren. Ich bin ja jetzt hier gleich durch. Ob wir auch eine Bauerndemo machen können zur Aufklärung? Wie meinst du das zur Aufklärung? Also im LS ist, ja, kommt das irgendwie ein bisschen komisch, glaube ich. Sag mir mal, wie du das meinst, wegen Aufklärung. Weil das viele noch nicht begriffen haben, warum die das machen, oder wie meinst du das? So, die letzten zwei Fitzelchen. Gut, ich fahre jetzt mal rüber. Ja, man kann es im Stream, könnte man es erklären, ne? Warum und was und alles. Aber direkt jetzt hier bei LS eine Bauerndemo machen, würde ich eher sagen, nein. Weil. Ja, weil das kommt irgendwie ein bisschen komisch. Klar, könnte man es machen, ne? Hab's auch schon in Foren gelesen, dass es einige vorhatten, die aber dann ziemlich gehatet wurden dafür eigentlich. Also weil es Quatsch wäre. Ich meine, an sich fände ich es originell, das hier zu machen, muss ich zugeben. aber ich kann dazu mal, ich werde im Stream mal was dazu sagen, aber das werde ich morgen machen zum RP. Ja, ich werde da mal was dazu sagen. Das können wir schon machen. So, vielleicht mal meine Meinung dazu. So, gut.
Jetzt wasch mal erstmal den Scheiß hier ab. Sieht ja aus. Wie scheiße sieht das Ding aus und dreckig ist es auch noch. So. Wie weit bist denn du jetzt, Mike? Da kannst du ja dann gleich mal rüberfahren zum Händler und mal den Anhänger abholen. Mhm. Schersöhn. Schersöhn, Schersöhn. Also sehr schön. So. Das. Giants hätte doch heute mal mit auf die Straße gehen können. Bitte? Ich sag, OC jetzt, ich sag, Giants hätte doch heute mal auf die Straße mitgehen können. Das weg. So, sag doch gleich gar nicht dazu. Ja, was willst du da sagen? Was willst du da sagen, ja. So, meine lieben YouTuberinos, jetzt geht's mal richtig rund hier. Erst in den und dann in den. Krass drauf, so. Wir nehmen den übermotorisierten McCormick und ziehen damit den Sparer. Ja. warum? Ist doch geil. Geht's doch viel schneller. Ach so, nee, warte mal. Das wäre wirklich Quatsch. Den kannst du ja nehmen für ein Dings. Zack. Ich lasse hier den mal hinten am Silo stehen. Gleich so in Fortrichtung. Alright. So. Also den Nutz kann ich dir auch anbieten. Ich bin gleich fertig, dass ich mir den Schmarder schnapp und du dir den Ladewagen. Nö, alles gut. Wenn du dann hinterkommst mit dem Ladewagen, guck ich mir's mal an. Ich bin ja gespannt, was Nathalie sagt. Ob sie mich killt, dass ich so viel Aufträge gemacht habe. Also, ob sie dich killt? Naja, weil, ne, die ist ja immer so ein bisschen, ich sag immer vorsichtig, auf Sparflamme. Ja, aber gut, je mehr Geld drin ist, umso geil, umso besser ist es doch. Ja. Guck mal, wie gut wir finanziell gerade dastehen. Ach. Also ich freue mich schon irgendwie auf nächste Woche, weil ich weiß, oder ich hoffe, dass wir da ein bisschen einkaufen gehen. Ja, schauen wir mal. Ah, genau, wir hatten ja vorhin das Thema Ballenpresse, ne? Ja. Oder man macht ganz belohnt. Billo oder was? Also man holt sich eine einzelne Rundballenpresse, weil dann hat man ja klar die Flexibilität, dass man Heu, Stroh und Grasball machen kann.
Naja, aber wir haben doch ein Problem, dass die Rundballen, also zumindest drüben an der Wiese, runterrollen. Also wir können auch auf eine Quaderballentreppe gehen. Können wir auch. Ja, aber gibt's nicht Rundballen, die den Ballen umlegen? Ja, das Alpenland? Auch. Gibt's auch, aber das ist halt gleich mal 40 bisschen mehr los. Ja, gut. Aber es nützt uns ja nicht, wenn der Ballen ins Wasser rollt. Ja, also ich gehe davon aus, dass man den halt dann so ein bisschen auffangen muss. Bitte herjoggen. So. Viel Spaß. Lass das mal Nathalie machen, mich nicht. Ich denke, da hast du ganz viel Spaß dabei. Ah ja. Meinst du nicht? So. Wie weit bist denn du jetzt oder wo was machst denn du gerade? Zeton ist fertig. Ah, Zeton ist fertig. Sehr gut. Ja. Ich bringe jetzt gleich, ich mache jetzt gerade noch den Zeton und den Zeton ist fertig. Das gehen dann kurz auf dem Buch stehen, dass ich mir den, beziehungsweise ein große Miete bei meinem Mittelbrunnen machen, oder? Dann muss ich eigentlich. Ach so, da hätte ich ja auf der großen Wiese anfangen müssen, ne? Ja. Bestimmt. Ich überlege gerade, kriegen die das mit, wenn wir die zwei Wiesen machen? Kann ich nicht, muss du entscheiden. Dann kann ich sagen, Mike, Mikro. Na, lass mal lieber. Bin hier sowieso gleich fertig. Pass auf, mach's mal so. Du kannst ja mal an den C-Tor den kleinen Ladewagen anhängen. Müsste doch funktionieren, oder? Ja, klar. Und machst meinetwegen erstmal eine Fuhre hier und da bin ich derweile dann schon fertig und dann fährst halt rüber. Du kannst ja den großen schon holen. Alles gut. Holen kannst du ihn ja oder schon. Das ist ja kein Problem. Man macht mal extrem auf, ich sag jetzt mal vorsichtig, auf Arroganz und fährt mit zwei Ladewegen auf einem Feld. So richtig auf Dekadenz. Gemammel machen. Geht auch. Nee, aber also jetzt nochmal zurück zu der Ballentreppe-Kiste. Also ich würde, wie gesagt, Ballentreppe definitiv holen. Mir auf jeden Fall die Option für Wickel mitnehmen. Und damit wir aber auch die Flexibilität haben und auch wenn wir dann später mal in die Lager fahren, mir definitiv einen größeren Ladewagen. Also weil der ist dann doch gerade mit den langen Fahrtwegen Richtung städtisches Lager etc. dann doch. Ja. Gut. Das sehe ich also. Weil dann kannst du halt wirklich im Endeffekt sagen, okay, worst case, wir haben Sommer, wir ernten, es gibt Stroh und wir müssen Gras einbauen. Dann kannst du im Endeffekt die Ballenplätze auslasten, den Ladewagen auslasten und Drescher auslasten. Ja. Ja, das stimmt schon. Ich meine, was Nathalie dazu sagt, ja, Jungs, das ist schon wieder aufgeschmissenes Geld, weil, ja, also ich kann es mir vorstellen, weil, weil das ist halt im Endeffekt, ne, du hast dann halt zwei Sachen, die dasselbe Gebiet abdecken, ungefähr. Ne, mit dem Ladewagen hast du noch ein bisschen mehr Flexibilität, weil der, ich sag jetzt mal vorsichtig, diese Mulde quasi funktioniert, ne? Kannst du, da kannst du auch mal, wenn du sagst, hey, wir müssen Lager verkaufen, kannst du den dafür auch verwenden.
So, müsste eigentlich alles sein. Ich fahre rüber auf die andere Wiese. Ja, wollen wir dann auf Dekadent machen, auf die Brücke? Wenn wir es zeitlich schaffen? Ja, das macht du schon. Gut, meine Lieben, dann machen wir hier kurz mal ein Päuschen. Und wir sehen uns dann auf der großen Wiese wieder. Ich mach mal schnell offscreen so ein bisschen was zusammen. Gut, bis gleich. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig mit... jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. So, wir sind fertig mit Schwaden. Ich fahre jetzt ganz schnell zurück an den Hof. Lass den Schwader einfach mal hier dran angehängt. Und hol mal den McCormick. Mit dem McCormick fahren wir dann mal rüber zum Los Hendlieros. So, gut. Ich mal auf, ich springe jetzt während der Fahrt gleich mal schnell raus. So, gut. Mach ich nämlich gerne während der Fahrt rausspringen. Ist auch super gesund, wurde mir gesagt. Ja, ist Effizienz. Effizienzklasse 100. Effizienzklasse A. So, gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein hier und holen uns mal den Ladewagen, meine Lieben. Genau. Ich würde einmal interessieren, wer die Ecke hier von unserem Feld weggefahren hat, aber es kann eigentlich bloß einer gewesen sein. Stimmt's, Mike? Läuft die mitten auf der Straße rum, der Helga hier? Macke oder was? Die alte... Schon fast einen Arsch weggefahren. Geht ja gar nicht. So, oh, jetzt war ich erschrocken. Immer Arsch. Immer Arsch. So, oh, komm ich hier durch? Ja, hier ist aber ganz schön. Ist ja ganz schön eng hier, wa? Was denn jetzt? Das war aber ein böser Leck. War kein Katalysator. So, zack, 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 zack. Oh, mal gucken jetzt. Komm ich da hier überhaupt raus? Komm ja gar nicht raus. Ich komm da überhaupt nicht raus, komm ich hier. Nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mindestens 3 Stunden. So. Gut. Meine Lieben, jetzt gucken wir mal. Und ziehen mal das Ding hier durch. Mal sehen. Bin gespannt. So. Fahr mal zu. So. Und das sieht dekadent aus. Warte mal, bleib mal kurz stehen. Bleib mal hier eine Fotoline machen. Ja, wie machen wir das? Aber am nur besten? Eins, ne? Was? Nur ein Foto. Na, warte mal. Das sieht irgendwie blöd aus. Fahr mal noch ein bisschen ran, ein Stück, bitte. Nee, einfach gerade vorn. Einfach gerade vorn. Oh. Auf der Schwad. Einfach zu mir noch ein Stück vorn. Achso, du siehst, ja, ich sitze hier am Traktor. Nee, ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Na gut. So. Gut. Na, ja, das Allerbeste, aber passt. So, gut, los geht's. Jo, passt da ganz schön ein bisschen was rein, hä? Ich gehe davon aus, ja.
Na fein, fein, fein. So, guck mal hier nochmal raus. Guckt's euch an, meine Lieben. Guckt's euch an. Dekadenz in Person. Gut, meine Lieben, aber das war's schon wieder für heute. Wir ja, sind schon wieder durch. Das ist krass. Drei Folgen schon wieder runtergeschmettert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da hoffe ich mal, dass wir ein bisschen was kaufen. Mal gucken, ne? Und lasst gerne ein bisschen ein Däumchen da. Macht gerne die Kommentare voll. Und wie gesagt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und vielleicht sehen wollt, was wir uns alles holen, ja, dann nehmt euch unten ein Abo mit. Ist kostenfrei für euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss und ciao.